Wir haben zuletzt hier schön auf Karpfen geangelt und es sind tatsächlich auch einige seltene Karpfen reingegangen. Das wollen wir natürlich wiederholen, das wollen wir noch weiter ausbauen und das habe ich natürlich auch gemacht und ich suche gerade schön und das hier scheint der erste große Drill zu sein und die erste Köderkombi bzw. Futtermischenkombi scheint auch schon ganz gut anzukommen. Ja, erster Drill hier an dem Spot. Ich teste jetzt hier seit vielleicht einer halben Stunde, gucken wir gleich nochmal rein. Und da geht der erste Brocken rein und hat auch einfach Bock, ist ein bisschen abgezogen, leicht hier links in die Ecke. Und jetzt haben wir halt die Frage, normaler Spiegel wahrscheinlich, ja, normaler Spiegel. Es gehen einige Spiegelkarpfen hier. Und es ist natürlich auch schon der erste seltene drinne. Also das ist schon mal gar nicht so schlecht. Die Brocken kommen rein und es werden einfach zurzeit wahnsinnig viele seltene Karpfen gefangen. Und das müssen wir doch ausnutzen. Ja! Ja, Mann! 26 Kilo Spiegel. Schönes Ding. Das Ganze natürlich auch noch in der Happy Hour. Dafür ist die Happy Hour doch gedacht. Perfekt. Mitgenommen und direkt wieder auswerfen. Und den nächsten testen. Zack, klassische Stelle. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel zu sagen. Wenn man Karpfen angelt, dann hier an dem einen Spot. The number one am Bernie. Und ja, ich ziehe mal jetzt hier noch ein bisschen durch. Und dann gucken wir uns das mal gleich hier alles schön im Detail an. Ja, also, wir sind hier an der klassischen Stelle 83, 145, wie gerade schon gesagt, the number one Spot am Gewässer, würde ich sagen. Simpelste Stelle hier an dem Gewässer, 35 Meter weit raus. Und da oben ist das hier auf E4. Und hier lüppt es auch schon ganz gut. Ich habe noch gar nicht so ganz viel angefüttert, also noch gar nicht so ganz lange hier den Spot bisher getestet. Wo sind wir jetzt hier? Ja, ziemlich genau eine halbe Stunde jetzt. Und einmal eben in der Nacht angefangen. Und nachts sind auch schon die ersten reingegangen. Und es war schon okay. Also die ersten Tests mit Köderkombi und Dip sind jetzt quasi schon gelaufen. Welche Köderkombi am besten geht. Und ich habe auch schon die Dips zum Teil wieder ausgetauscht. Also ich bin momentan komplett eher auf Gewürz unterwegs und eben mit Hot Devil. Und das scheint gerade schon ganz gut zu laufen. So. 1, 2, 3. Ja, wie immer hier 35 Meter. Ja, vom Catcher-Bild sieht es so aus. Ich würde sagen, ja, viele normale Karpfen. Bisschen, also so ein paar größere mit dabei. Also so vom Kescherbild sieht das schon ganz vernünftig aus. Ein Geister ist dabei. Und das natürlich jetzt gerade hier Ziel. Also irgendetwas mit dem Batch selten. Das wäre natürlich nicht so verkehrt. Und das im Idealfall als Trophy abhaken. Dementsprechend werde ich jetzt hier deutlich länger sitzen. Einfach mal schön nebenbei hier einfach sitzen. Und Stück für Stück weiter rausziehen. Und dann mal gucken, ob hier dann gleich auch noch ein bisschen was Besonderes reingeht. Ich glaube, die ganz normalen oder sowas, die, ja, die beachten wir nicht weiter. Aber die großen Brocken, da gucke ich dann natürlich doch nochmal gleich rein hier. Zeigt die natürlich dann auch, wenn was Großes reingeht. Ansonsten, ja, mal gucken. Vielleicht so nach 2 Stunden oder sowas reicht die dann auch irgendwann. Und dann sind wir durch. Das ist halt immer ideal für so Halb-AFK-Angeln. Wenn man mal eben nebenbei noch was anderes machen will, dann ist natürlich Karpfenangeln immer ideal. Und von daher rein da. Ich nutze die Zeit und widme mich nebenbei noch dem Finanzamt. Das freut sich auch immer, wenn das Aufmerksamkeit bekommt. Und dann können wir hier nebenbei noch weiter rausziehen, die Brocken. Zack. Gib ihm. Und dann gucken wir gleich nochmal rein, wenn es was Dickes gibt. Wenn ein dicker Drill ist. Und ich hoffe auf die nächsten seltenen.
Ja, die Abendstunden und die Morgenstunden, das ist die heiße Zeit. Tatsächlich auch hier bei den Karpfen. Den Tag über Mittagszeit kennt man ja eigentlich. Mittagszeit speziell ist dann relativ wenig. Es sind ein paar wieder reingegangen, ein paar normal große. Und jetzt in Richtung Abend geht's nochmal ordentlich los. Das letzte Anfüttern zum Futter oder zum Futterrhythmus. Ich habe jetzt noch dreimal ausgeworfen, also 6 weitere Bällchen sozusagen nachgeworfen. Dreimal ausgeworfen in den Abendstunden, sagen wir mal so ab ungefähr 18 Uhr war es. Ja, nehmen wir mit. Das heißt, hier gehen wir jetzt wieder runter vom Futter. So, und direkt wieder raus. Und vorher hatte ich angefüttert nachts, also Tag zuvor nachts, dann ungefähr, sagen wir mal, 16 Stunden gewartet, dann nochmal 3 Futtermischen nachgeworfen und ja, jetzt ballert es dann halt auch nochmal wieder richtig gut rein. Wir gucken uns gleich mal die Setups an. Ich bin gerade noch nicht so ganz hundertprozentig mit dem Setup hier zufrieden. Da kommen immer so ein bisschen komische Karpfen bei rum, auch wenn das hier die größte Boilie-Kombi ist. So, direkt wieder raus damit. Und gib ihm. So, komm ran hier. Na, guck, ist auch gar nicht so weit weg. Ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich bin schon ganz zufrieden. Frequenz ist nach wie vor ganz gut da. Bisher leider noch nichts weiteres Seltenes. Zuletzt im Livestream war das Größte, was bei mir reingegangen ist, noch einen 21 Kilo Geister Spiegelkarpfen. Auch nicht so schlecht. Auch in der Größe zuvor noch nicht gehabt. Da ist das Teil 21,6 Kilo. Mann. Dicker, fetter Geister Spiegelkarpfen. Auch hier auf, na guck, auf Heilbutt Pellet und Gewürzmischung. Wäre auch vielleicht doch nochmal eine Möglichkeit, da reinzugehen. Mit der ganz klassischen sinkenden, also mit den sinkenden Boilies, mit der klassischen Haarmontage. So, wir gucken erstmal kurz rein hier in die Setups. So sieht's gerade aus. Also komplett hier mit dem dicken, fetten 36er Komplettset, 36 Kilo. Und dann hier auf gerade mal nur 20er Boilies, also gar nicht mal so ganz riesig groß von den Boilies. Allerdings habe ich jetzt mich doch durchgerungen, den dicken, fetten Haken zu nehmen. Ich habe erst ein bisschen gehadert, weil das ja eigentlich völlig übertrieben ist. Habe mir dann allerdings verschiedenste Beiträge immer mal wieder angeguckt. Und da ist dann doch mehrheitlich dann doch irgendwie der 4-0er Haken zu sehen bei den großen Trophy-Fängen. An für sich bin ich da nicht so der Fan von, weil normalerweise die 1er-Haken absolut ausreichend sind. Aber ich teste es. Irgendwann muss man es ja auch mal durchziehen und ein bisschen testen und auch ein bisschen länger testen. Genau. Boilies gar nicht mal so groß, aber eben in dieser Kombination mit Heilbutt, mit Gewürz. Und dann kann man auch einfach jetzt kreativ sein. Also Gewürz alleine würde ja schon gehen. Gewürz alleine, Gewürz als Maiskorn. Das heißt, wenn du hier vielleicht ein bisschen kleiner unterwegs bist, dann einfach nur mit Maiskorn und vielleicht mit kleineren Boilies irgendwie dran. Also so in diese Richtung kann man gehen. Oder einfach gänzlich kleinere Boilie-Größen verwenden, kleinere Haken und dann vielleicht ein bisschen mehr auf Masse gehen. Also auch das scheint zu gehen. Für mich momentan besser Hot Devil vor Heilbutt. Also der scharfe Dip, gerade so von der Frequenz her war das besser als der Heilbutt-Dip. Deswegen hatte ich das nochmal getauscht. Ja, und jetzt ist natürlich dann die Frage, was passiert hier noch? Also jede Menge Spiegel, die jetzt auch die ganze Zeit noch nach dem letzten Fang halt reingegangen sind. Und irgendwann, wenn man genug Sitzfleisch hat, geht vielleicht auch noch ein bisschen was Seltenes rein. Aber dafür braucht man halt Sitzfleisch, ne? Das ist halt der Punkt. Also abwarten, hoffen, dass da noch mehr geht. Und ja, vielleicht geht auch noch ein bisschen was Seltenes. Na,
ist es denn wahr? Also, gerade noch gesagt. Und schon geht der, naja, immerhin selten schwere Brocken rein. Ja, hat Bock, geht gut in die Bremse. Also den müssen wir jetzt natürlich wieder ein bisschen lenken. Zwar am besten schön da hinten in die Ecke, da ist zu, da kommt keiner raus. Und nicht, dass er hier ins Offene abhaut. So ganz ewig viel Schnur habe ich auch nicht drauf. So, den lassen wir jetzt erstmal schön sich ein bisschen austoben. Dementsprechend die Bremse jetzt noch nicht so hoch, wie ich sie machen könnte. Nicht ans Limit gehen, sondern auch so, dass sie immer noch ziehen können. Also der dreht jetzt hier immer noch und zieht immer noch ein bisschen was weg, damit eben dieser Maximaldruck halt so ein bisschen abgedämpft wird. Also voll in den Blank rein, voll in die Schnur natürlich auch, in die Monoschnur, die sich ja so dehnt. Und durch dieses weiche Abfedern sozusagen wird er jetzt müde. Komm. Schön einfach halten. Und dann wieder gleich einfach müde und rangezogen. Ja, so langsam hört er auf zu kämpfen. Das ist gut. Und das heißt, jetzt kommt er auch, ja, jetzt kommt er auch einfach ran. So muss das. Ja, die gehen halt immer wieder ab, die Brocken. Ne? Aber wenn man das Setup eben so maximal groß hat, dann weiß man eben auch, alles klar, das, ja, so je nach Fisch, aber das müsste dann an für sich die nächste Trophy sein. Ne? Immer ein gutes Gefühl. Und im Idealfall ist es dann natürlich auch noch was Seltenes. Oh. Eieieiei, da kommt er an hier. Und zieht sich aber auch wirklich langsam durchs Wasser. Ah, bestimmt der nächste Spiegel, ne? Hammer hart, ey. Ordentlich Gewicht. Uff, ey. Uff, der ist aber richtig groß. Alter Falter. Oh mein Gott. Alter, der hat ja richtig Schmackes. 31. 31,9. Alter, hör doch mal auf, ey. Das ist ja komplett übertrieben, ey. Was ein Brocken. Alter Falter, ey. Hammer hart, ey. Ja, und das einfach nur auf 20er Boilies, ey. Ich sage dir. Komplett der Hammer. Ah, was hier reingeht, ey. Die dicken Dingers. So, und den nächsten rausziehen und auf die nächsten großen hoffen. Ja, über anderthalb Stunden jetzt an dem Spot und es geht natürlich auch noch weiter. Aber so sieht's gerade aus und ich muss sagen, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Für mal eben so kann man also machen 757 Silber jetzt in der Zeit. Auch das ist ganz okay. Klar, man könnte natürlich mit einer höheren Frequenz reingehen, kleinere Haken, kleinere Boilies und ein bisschen mehr auf Masse gehen. Aber ich geier natürlich hier gezielt auf Trophies, daher so ganz dick oder relativ dick von den Haken und eben von den Boilies, ich sag mal auf normal groß. Und ja, es scheint zu klappen. Jetzt warte ich natürlich noch auf weitere seltene, also Kratsching verkauft. Ich renne jetzt schnell wieder zurück und mache ein bisschen weiter. Und ja, jetzt geht's ab in den Schnitt, raus damit und dann würde ich sagen, ab ans Wasser, zieht raus die Dinger. Toi, 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 Petri, ihr Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin.